Oh, ich wieder hier, ey. Hä? Leck mir doch fett. Okay, ja, das habe ich schon, okay. Ja, wie sie mich halt direkt immer treffen, ne? Yo! Weißt du, er schlägt mit dem Lichtschwert. BD1? Wollte nur mal hören. Er schlägt mit dem Lichtschwert und das Teil greift ihn einfach durch das Lichtschwert an, während dem Schlag. Ah, es ist krank, okay. Wer wollte nochmal auf schwer spielen? Ich spiele auf schwer. Ich muss mich halt dran gewöhnen. Guck mal, die schlagen durch den Block durch teilweise. Okay. Komm. Jo, noch einer! Ich sehe nach. Was sind das alles für Viecher? Splocks. Optionen. Nee. Splocks. Greifen in großen Gruppen, können ihre Gestalt verändern. Weichthieben aus, ist aber leicht auszuschalten. Ja, total. Jemand hat hier gelagert. Wir hatten ganz in der Nähe eine riesige Kreatur entdeckt. Die nannten sie Beinog. Forschungslager, okay. Da kann ich keinen Wandlauf machen, so wie es aussieht. Ich meine, es ist auch hier komplett freie Erkundung, also man weiß nicht wirklich, wo man hin soll. Kannst du das hacken? Hm, schon besser. Aber du gegen die Bockratte? Mutig. Komm wieder her. Was haben wir gefunden? Okay, was wollte er jetzt hier hacken? Bist du noch da? Okay, da waren wir schon mal. Ach, jetzt bin ich hier, aber ich von... Was ist das für ein Ding? Der Kuh fühlt sich hier sehr wohl. Die Kreatur, der Beinog. Der Beinog ist ein riesiges amphibisches Säugetier, das nur auf Bogano heimisch ist. Er kann mehrere tausend Jahre alt werden, brütet im Laufe seines Lebens aber nur einmal. Aufgrund ihrer wenigen Nachkommen gibt es in der Galaxis nur noch sehr wenige Beinogs. Von Bogano? Bist das nicht du? Ich dachte, es gibt nur auf diesem Planeten hier welche. Guck mal, der hat sogar 6 Beine. Holy shit. Okay. Oh, nein, 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 nochmal zurück. Ich drücke mal zu früh hier. Okay. Wettrennen? Wettrennen? Alter, ist er schnell. Der wartet auf mich, wenn ich nicht schnell genug renne. Das ist ja niedlich. Guck mal, wie er wartet. Nein. Wir sind noch nicht fertig. Okay, okay. Wahrscheinlich hättest du gewonnen. Wahrscheinlich. Nee, glaube ich nicht. Interagieren. Okay, was haben wir jetzt hier? Kriegen wir wieder eine neue Lehrstunde erteilt?
Yo. Ich seh's mir an. Paar Töpfe. Okay. Ich würde sagen, dann gibt's hier nochmal gerade kurz einen Schnellspeicher, bevor wir hier irgendwo hingehen, oder? Ausruhen. Wir haben auch einen Fähigkeitenpunkt. Was gibt's denn? Duells verlangsamen. Kann Karl seine Zeit länger verlangsamen? Okay, was gibt's hier noch? Springhieb. Sprintattacke. Karls Verteidigung verbessert sich. Dadurch erleidet er durch Angriffe weniger Blockausdauerschaden. Mama Springhieb, oder? Zack. Dreieck gedrückt halten. Okay. Alter. Okay, man sieht gar nichts. Ehre. Wahnsinn. Yo. Geht's dir gut, BD? Ich liebe diesen kleinen Roboter. Wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden. Und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme. Einem von vielen verschlüsselten Logs gespeichert in diesem Droiden. Ich bin Meister Ino Cordova. Ich kenne deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Dieser No pressure. Ort, dieses Gewölbe ist ein heiliger Tempel. Erbaut von einer vergangenen Zivilisation namens Sepho. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht, eine Vision des Untergangs. Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron. Es enthält eine Liste der Namen und Aufenthaltsorte junger Machtbegabter aus der gesamten Galaxis. Vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein weiterer Test. Ich vertraue das Holokron nur jemandem an, der meinem Weg gefolgt ist und ihn auch versteht. Suche die versteckten Gräber der drei Weisen und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, so wie es einst die Sepho taten. In diesem Droiden findest du alles Nötige, um bei dieser Reise erfolgreich zu sein. Geh zur Heimatwelt der Sepho. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Viel Glück, Jedi. Okay. Und möge die Macht mit dir sein. Alles klar. Dann warst du wohl der jemand, den ich treffen sollte. Mhm. Erstmal ins Wasser setzen, Ehre. Weißt du, ich war allein und das. Tja, ziemlich lang. Ohne jede Aufgabe, nur versteckt. Das ist kein Leben. Nicht für einen Jedi oder einen Droiden. Vielleicht hat es hier recht. Das Verstecken hat ein Ende. Ich will so einen Roboter haben. Hey, kommst du mit zu ein paar Freunden von mir? Piep. Alter, ist er niedlich, der Roboter. Neues Ziel zur Holokarte hinzugefügt. Okay. Nämlich welches? Wir sind hier gewesen. Okay, wir sollen zurück zum Schiff, nehme ich an, oder was? Wir haben aber nur 48% erkundet. Ich könnte
Warte mal, wo waren hier? Da ist dieser Raum mit der Kugel, oder? Und hier ist der Frosch. Das heißt, hier unten waren wir noch gar nicht. Ich guck mal, ob ich noch hier irgendwo anders hinkomme, oder? Ich nehme an, dass hier nichts mehr ist sonst. Naja, ich glaube nicht. Wir gehen wieder raus hier. Und dann gucke ich erstmal auf dem Planeten noch, ob es noch mehr zu entdecken gibt. Ich habe gefunden, was ich sehen sollte. Hört sich ganz so an. Wir warten. Oder ich gehe erst zum Schiff zurück wegen der Story. Oh nein. Fuck you. Ich weiß auch nicht, ob ich den blocken kann. Alter. BD1? Wie der mir einer auf die Fresse gibt hier die ganze Zeit, ne? Verreck doch! Alter. Krieg ich denn hier Kameramodus? Sah aus oder was? Ich wollte mal einen geilen Screenshot machen mit dem Teil. Nee, irgendwie nicht, ne? Naja, wie auch immer, dann halt nicht. Was für eine Action mit dem Frosch, ey. Die Frösche sind echt nicht ohne. Warte, was ist das denn jetzt hier? Na, Fossil. Yo. Mysteriöses Skelett. Da bewegt sich nichts. Verschlossen von der anderen Seite. Okay. Alter, ich liebe diesen Roboter. Mein Freund, anscheinend waren die Sepho interessiert an Datomir. Datomir. Seltsam, dass eine so friedliche Kultur diese Faszination hegt für einen Ort, der nur eins ist. Dunkel. Mhm. Reiseziel freigeschaltet, Datomir. Aha, und da ist noch ein anderes Ziel dann wahrscheinlich, oder was? Sehr gut. Oder auch nicht. Okay. Kann ich ja jetzt hier meine geilen Stims wiederherstellen, oder? Ausruhen. Ja, zwei Stims wieder am Start. Okay, Alter, wieso juckt jetzt meine Nase so doll hier wieder? Okay. Zurück wird's schneller gehen. Ich gucke jetzt gerade hier nochmal. Kann man hier einen Wallrun machen oder sowas? Nee, ne? Nee, kann man nicht. Wie komme ich da oben hin? Da lang? Nee.
Soll ich da noch nicht hinkommen können oder was? Ich glaube, es geht einfach nicht. Hä, wieso komme ich da jetzt nicht ran? Geh, spring doch an diese Scheiß... Geht doch. Okay, und jetzt... So... Okay, wir versuchen den Frosch nochmal. Noch ein letztes Mal, ja? Ich will den dicken Frosch noch einmal probieren. Der hat mir irgendwie jetzt ein bisschen, ne? Vielleicht kommt man dann ja auch da weiter. Sieht fast aus, als ob hier jemand versucht hat, den da irgendwie einzusperren, oder? Okay. Alles klar, wieder direkt fast gekillt in einem Schlag. Alter Vater, ey. Holy shit, und dann muss man da jedes Mal hinlaufen auch noch, ne? Ich weiß nicht, ob ich bereit bin für Endgegner. Also ich hätte eigentlich gerne lieber gegen hier so Klone oder hier so, ne, so Imperiale und so gekämpft. Warte mal, ich kann hier lang rennen. Wo geht's denn da jetzt hin? Ach lol, hier ist wieder das Schiff. Wait, kann... Da unten ist der Frosch. Yo, okay. Wait, komme ich hier rüber? Das ist wieder so ein Ding, wo man, ne, wo man denkt, man könnte rüberkommen. Ich will den Frosch eigentlich besiegen, so. Oder direkt fast tot wieder. Alter, ey. Der macht einen einfach direkt kaputt, Junge. What the fuck? Soll man den nicht machen jetzt? Bin ich so lost? Probier es noch einmal, komm. Alter. Man hat nicht mal Zeit, diesen scheiß Stim zu nehmen und man ist direkt tot einfach. Holy shit, Alter. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das was mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun hat. Also, das kann ja nicht sein, dass der einen einfach two-shottet, oder? Das ist ja nicht mal der schwierigste Schwierigkeitsgrad, den ich jetzt gerade habe.